So, willkommen zu einem weiteren Tutorial in der Tutorialreihe Programmieren in MathCAD. Wir sind bei Kontrollstrukturen und sind jetzt bei einer Übung, wo es primär um Schleifen geht. Also, aber auch hier kann es wieder, können auch wieder Verzweigungen eine Rolle spielen. Hier geht es um eine Übung, die ist dann schon Schwierigkeitsgrad 3. Sieht man an diesen Smileys. Und zwar soll eine Funktion programmiert werden, die eine Sortierung durchführen soll. Ja, wir übergeben quasi der Funktion einen Vektor, der enthält Zahlen und die sollen dann quasi in aufsteigender Reihenfolge sortiert werden und dann soll der sortierte Vektor zurückgegeben werden. Um die Sache nicht zu kompliziert zu machen, gibt es hier zwar Algorithmusvorschläge, die kann man machen, muss man nicht machen in dieser Übung. Ich habe mich allerdings an diesen Vorschlägen orientieren. Und zwar der erste Vorschlag ist, wenn man den Vorschlag folgt, kommt man ungefähr auf fünf Programmzeilen und mit einer Kontrollstruktur. Allerdings werden hier gewisse Aufgaben ausgelagert. Also man arbeitet hier mit der Hilfsfunktion vmin und max. Ja, die Funktion vmin, die haben wir selber gebaut in einer vorangegangenen Übung. Ich werde diese Tutorials zu diesen Übungen hier unten verlinken. Die kann man jetzt nutzen. Es gibt noch eine zweite Variante. Es gibt natürlich zig Varianten, aber jetzt für dieses Beispiel gibt es eine zweite Variante. Die braucht allerdings dann schon 10 Programmzeilen, braucht 2 Kontrollstrukturen und arbeitet mit den Hilfsfunktionen vmin und rem. Also vmin kennen wir schon von hier oben. Auch sowohl vmin als auch rem haben wir in vorangegangenen Tutorials selber entwickelt. Das können wir jetzt nutzen. Im Übrigen die Funktion max ist eine Built-in-Funktion von MathCAD. Was machen die Funktionen nochmal? Die Funktion vmin ermittelt im Prinzip in den minimalsten Wert in einem Vektor und gibt den Wert selber und auch die Position des Wertes zurück. Wie gesagt, die haben wir selber gebaut. Die Funktion max, die ist eine Built-in-Funktion von MathCAD, das heißt, die ist in MathCAD inkludiert, die ermittelt einfach den maximalen Wert in einem Vektor oder ich glaube auch in einer Matrix wäre das glaube ich auch. Dann die Funktion rem, diese hier, die schmeißt quasi einen Wert aus einem Vektor raus. Das heißt, ich übergebe der Funktion rem einen Vektor und einen Index. Der Index gibt quasi die Position an des Wertes, welchen ich in diesem Vektor entfernen soll. Und wenn man jetzt diesen Vorschlägen folgt, ja, dann kommt man eigentlich mit 5 oder 10 Programmzeilen aus. Ich muss allerdings dazu sagen, es gibt für diese Sortiergeschichten zig Varianten im Internet, die man recherchieren kann. Das sind immer gern gemachte Übungen in der Programmiertechnik, um sowas zu programmieren. Wie gesagt, wir sind ja hier Bauingenieure, wir müssen das nicht ganz so vertiefen. Es geht auch bei uns weniger um die Performance. Performance heißt, dass der Algorithmus möglichst schnell zum Ziel kommt. Mir geht es vor allen Dingen hier auch nochmal darum, nicht nur das Thema Schleifen hier zu beleuchten, sondern aber auch die Möglichkeit der Unterprogrammtechnik. Ja, dass man gewisse Aufgaben auf Unterprogramme auslagert und das Ganze dann einfach über diese Unterprogramme kombiniert, wie man es auch schon EDV1 gemacht haben. Erinnere, in Excel ist das ja möglich. Ja, in Excel haben Sie diverseste Unterprogramme, sei es zu Textoperationen, wie zum Beispiel die Funktion links, rechts, Teil. Ja, oder auch zu Zeitoperationen wie Datum, was gab es noch, Minute, Stunde und so weiter. Die Unterprogramme selber konnten nicht allzu viel. Hat man sie jedoch in Kombination angewandt, dann konnte man doch sehr umfangreiche Datenoperationen damit durchführen. Hier im EDV2 sind wir einen Schritt weiter. Hier können wir natürlich auch, so wie im EDV1, gewisse Unterprogramme miteinander kombinieren. Das machen wir jetzt auch. Aber wir können uns selber Unterprogramme entwickeln. Ja, das kann man in MathCAD machen, indem man sich eigene Funktionen baut und dann in die Funktion gewisse, auch kann man auch Kontrollstrukturen einbauen, sei es Schleifen, sei es Verzweigung, so dass die Funktion halt doch sehr umfangreiche Operationen durchführen kann. Und sie können allerdings sich auch in MathCAD natürlich Unterprogramme miteinander kombinieren. Das ist im Übrigen auch zu empfehlen, denn der Vorteil ist, wenn Sie jetzt eine große Aufgabe in viele kleine zerlegen, haben Sie den Vorteil, dass es einfacher zu prüfen ist, ob das Ganze funktioniert. Die Fehlersuche ist einfacher. Und Sie können natürlich dann auch wieder diese Unterprogramme wieder anderweitig verwenden und dann wieder damit ganz andere Operationen durchführen. Ja, anstatt dass Sie quasi alles in ein riesiges Programm schmeißen,
macht man lieber dann sich verschiedene Unterprogramme, ja, die tut man vielleicht allgemein entwickeln. Ja, also ich habe ja auch möglichst immer das Ganze allgemein geschrieben und so erzeuge ich mir quasi so diverseste kleine Werkzeuge in Form von Unterprogrammen, die ich dann halt miteinander kombinieren kann und dadurch halt dann größere Operationen durchführen kann. Ja, und so eine Sortiergeschichte ist schon eine größere Datenoperation. Und wenn man das Ganze jetzt in einen Algorithmus schmeißen wollte, könnte man das durchaus machen. Das wäre natürlich doch sehr umfangreich. Und wenn Sie das Ganze in Unterprogramme auslagern, und das wollen wir hier mal machen und nochmal exemplarisch zeigen, dann können Sie dann doch eine Menge an Zeit sparen. Und wie gesagt, man tut sich dann auch bei der Fehlersuche leichter. Ja, weil Sie können die Unterprogramme für sich erstmal testen, gucken, ob die funktionieren. Und dadurch, ja, ist es dann oftmals leichter, dann auch die Fehler zu finden. Okay, fang mal an. Ich möchte auch hier wieder das Ganze zunächst mal so exemplarisch entwickeln. Und ich würde sagen, wir fangen mit der, welcher Funktion fangen wir an? Ich würde sagen, mit der ersten Variante. Fangen wir mit der Variante an. Ich gehe jetzt wieder in mein Whiteboard. Habe das hier schon mal vorbereitet. Und ich schreibe dann jetzt hier oben nochmal schnell hin, mit welchen Unterprogrammen wir arbeiten wollen. Nur so zur Erinnerung, hier nehmen wir auf Stift, das haben wir hier einen schwarzen Stift, nehmen wir einen dünnen und wir wollen die Unterprogramme Max verwenden und dann das andere war Vmin. So, nur zur Erinnerung, das soll eine Klammer sein, darf man es nicht vergessen. Okay, wie gehen wir jetzt vor? Also das Ganze soll ja sortiert werden. Das ist gegeben, das soll rauskommen. Auch hier wieder mein Hinweis, wenn Sie so einen Algorithmus entwickeln, oder ich sage, ja, sagen wir als Algorithmus, aber ein Algorithmus erstmal speziell an diesem Beispiel entwickeln, da muss man immer im Hinterkopf behalten, wir machen das zwar an den Beispielen, aber das Ding muss natürlich dann auch für, ja, für viele Beispiele gelten. Nicht nur für eins. Ja, das bitte berücksichtigen. Das heißt auch für Beispiele, die jetzt wesentlich umfangreicher sein können, in unserem Fall also wesentlich größere Vektoren enthalten können, Vektoren, die so lang sind, dass man nicht auf den ersten Blick überschaut, wo ist der erste Wert, wo ist der oder wo ist der kleinste Wert und so weiter. Ja, das bitte auch hier wieder berücksichtigen, auch wenn wir das hier an diesem speziellen Beispiel entwickeln. Deswegen bemühe ich mich immer auf eine möglichst allgemeine Schreibweise. Ja, wir müssen das Ganze machen. Zunächst müsste man natürlich auch hier wieder den Vektor durchlaufen, ja, um überhaupt an die einzelnen Werte ranzukommen. Das heißt, wir brauchen wieder einen Index, um die Werte anzusprechen. Ja, wie gesagt, stellen Sie sich einfach vor, der Vektor wäre jetzt hier nicht sichtbar und nur wenn Sie ihn über den Index, die Werte in dem Vektor wären nicht sichtbar und Sie können sie quasi nur immer über den einzelnen Index ansprechen. Und das machen wir hier mal. Wir definieren jetzt hier unseren Index, den nenne ich hier i und ja, und den lassen wir laufen bei 1. Ja, und der läuft dann quasi bis 6 zunächst erstmal. Wir bleiben mal jetzt hier bei den 6, ja, 6 Werte sind's. Und jetzt könnte man sagen, okay, was soll er jetzt machen? Und wir haben ja hier die Funktion vmin. Was macht die? Die ermittelt uns den kleinsten Wert im Vektor. Ja, das heißt, wir sagen im ersten Durchgang, also für i gleich 1, ich tue es mal jetzt hier hinschreiben, rufen wir die Funktion vmin auf, schreibe das mal hier so hin, vmin, übergeben ihr den Vektor, das soll eine Klammer sein, den nehmen wir hier weg. So, und was macht die? Die ermittelt uns den kleinsten Wert im Vektor. Das wäre in dem Fall hier die minus 9. Und diesen speichern wir hier in einen neuen Vektor rein, der dann sortiert sein soll. Also den nennen wir jetzt Res. So nenne ich den mal hier. An der Stelle i. So. Wenn wir das so machen, haben wir nur ein Problem. Ja, wenn wir jetzt das Ganze wiederholen würden im zweiten Schritt, dann wird er wieder die minus 9 finden. Ja, das heißt, wir müssen, wenn wir das so machen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wenn dass die minus 9 dann draußen ist, dass die nicht wieder gefunden werden kann. Das heißt, wir müssen die irgendwie überschreiben oder löschen und so weiter. Und da machen wir folgenden Trick. Ich erinnere, die Funktion vmin gibt quasi zwei Werte zurück.
ja, die Position des minimalsten Werts und den Wert selber. Ja, deswegen würde ich sagen, wir machen das noch ein bisschen anders. Ja, wir speichern zunächst die Position. Ja, also wir löschen das nochmal raus und sagen, okay, für i gleich 1 machen wir hier einen Doppelpunkt rein. Was soll er dann machen? Er soll zunächst einmal die Position speichern. P. Ja, und das dürfte, glaube ich, da, ich glaube, es war der zweite Wert, ja, von V min, ist die Position gewesen. Wobei, es muss ihm auch egal, wir speichern jetzt hier die Position. Im nächsten Schritt, wir sind immer noch bei i gleich 1. Wenn wir die Position haben, dann wissen wir, okay, was ist der minimalste Wert? Jetzt kommen wir hier mit res an und sagen, okay, wir tun jetzt für res, so nennen wir das Ding, für res von i speichern wir jetzt den minimalsten Wert. Die Position haben wir ja unter p gespeichert, also weg von p. Und dann müssen wir noch die Position, diese minus 9, die wir jetzt quasi gespeichert haben, überschreiben, indem wir jetzt hier sagen, weg von p ist gleich, ja, mit was überschreibt man das Ganze? Entweder, ja, am besten mit nrn. Ja, also mit einer Wert, der nicht als kleiner Wert definiert werden kann. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Eine andere Variante wäre, das mit max zu überschreiben. Ja, wenn das nrn nicht funktioniert, dann könnte man sagen, ja, überschreibe einfach den kleinsten Wert mit dem maximalsten Wert im Vektor. Ja, könnte man sagen, okay, ich überschreibe es einfach mit max v. Wäre auch möglich. Beide Varianten könnte man testen, was dann besser funktioniert. Der Nachteil ist, wenn Sie mit max v hier arbeiten, dann müssen Sie den Vektor quasi mehrfach durchlaufen. Ja, und das ist natürlich immer eine Frage der Performance. Das heißt, wie lange dauert mein Algorithmus, ne? Wenn Sie den Vektor dann jedes Mal durchlaufen müssen, bei solchen kleinen Vektoren ist überhaupt kein Problem. Aber nehmen wir an, Sie haben jetzt hier, was weiß ich, Tausende, 2000 Werte drin und Sie müssen immer wieder die 1000 Werte x-mal durchlaufen. Und da sind wir natürlich bei einer Frage der Performance. Und da sollte man es möglichst vermeiden, dass der Vektor unnötig oft durchlaufen werden muss. Und da kann man besser, man tut das quasi mit Not a Number, überschreiben. Es darf natürlich nicht irgendeine Zahl sein. Ja, also, weil wenn ich natürlich die minus 9 mit 0 überschreibe, dann tue ich natürlich jetzt hier eine 0 einbauen, die natürlich auch als Wert gelten kann. Wenn ich es mit dem maximalsten Wert überschreibe, das geht natürlich. Oder halt mit Not a Number, oder man kann auch irgendeinen Text da reinschreiben zur Not, ja. Das wäre auch möglich. Also entweder mit Max, ja, oder so. Und das mache ich jetzt, habe ich quasi die mache das ja mit dem Stift hier, die minus 9 jetzt hier quasi überschrieben, die ist jetzt weg, ja. Jetzt geht's weiter, i gleich 2. Ja, ich mache jetzt nicht alle Durchläufe, haben gar nicht so viel Platz, haben jetzt quasi pro Durchlauf mehrere Anweisungen. Jetzt wiederholt sich das wieder nur. Jetzt können wir, ich tue es nochmal hinschreiben, nur das ist nochmal exemplarisch. Also P wird jetzt wieder überschrieben. Wir rufen wieder V min auf. Weg. Wir geben weg und holen uns die Position des jeweiligen minimalsten Wert raus. Minus 9 ist draußen. Jetzt der nächste kleinste Wert wäre jetzt hier die 2. Ja, das wäre dann die Position, 1, 2, 3 wäre das dann. Ja, die wird jetzt hier gespeichert. Die 3 wird jetzt quasi hier reingeschrieben. Jetzt sagen wir, okay, res i, zweiter Wert, ist gleich wieder weg von p. Also weg von 2 wäre dann, weg von 3 wäre jetzt. Also, wenn wir jetzt v min aufrufen würden, ja, was wird dann ausgeben? Er gibt dann aus die Position 3. Ja, der nächste kleinste Wert jetzt hier wäre die Position 3. Die speichern wir jetzt hier ab. Mach das mal mit Blau vielleicht, dass Sie das hier nochmal sehen. Also hier, wenn wir konkrete Werte jetzt hier einsetzen, wäre das hier die 3. Die haben wir jetzt abgespeichert. Jetzt sagen wir weg, gib mir den Wert an der Stelle 3 und speichere das an der, hier kommt quasi eine 2 rein, hier kommt quasi eine 3 rein und dann kommt hier raus 2 als Wert. Machen wir es mal rot, das sind die beiden Indizes. Rot ist der Wert selber, also 2. Der wird jetzt hier abgespeichert und an der Stelle 2. Und dann müssen wir hier, mach's wieder blau, schwarz,
wieder schauen, dass die zwei verschwindet, dass die nicht mehrfach wieder gefunden wird, müssen quasi die zwei jetzt hier irgendwie wieder raushauen, also weg. Ist gleich NaN. Gehen wir da auf den roten, blauen Stift und PA3. So, tun wir vielleicht nochmal ganz schnell hier nochmal den Vektor vielleicht parallel entstehen lassen, damit Sie dann das Ergebnis nochmal sehen. Also hier bei mal an der Stelle 1 sind. Hier 1. So. Wollen wir wiederholen. Also wir sagen jetzt P ist V min. Suchen wir quasi den minimalsten Wert in meinem Vektor weg und gib mir dessen Position zurück und speichere das in P. Das bedeutet hier diese Schreibweise. Was gibt er dann zurück? Am Anfang hier, also bei i gleich 1, die minus 9, die ist an der Stelle 1, 2, 3, 4. Also hier kommt quasi 4 zurück. Das wird jetzt hier gespeichert. Jetzt ruft er hier res i, also result i, das ist hier 1. Ja, und speichert den vierten Wert von weg. Ja, also p, vierter Wert wäre jetzt die minus 9. Das machen wir mal rot. Ja, und jetzt passiert im Prinzip das, wir brauchen einen dünneren Stift, dass jetzt hier die 9, minus 9 hier in den Vektor reinkommt. Denn das ist unser Result-Vektor hier. Schreiben wir hier drunter. Das ist unser Result-Vektor. So. Und jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass die minus 9 aus unserem Ausgangsvektor verschwindet, damit er nicht beim nächsten Mal wieder die minus 9 findet. Deswegen machen wir jetzt hier noch Folgendes. Wir sagen hier wieder, geh an die Stelle 4, also P ist ja, war ja 4, ja, und überschreib die mit NaN. Das ist das, dass wir hier quasi das Ganze durchstreichen. Und jetzt ist diese minus 9 aus unserem Vektor verschwunden, unserem Ausgangsvektor. Jetzt gehen wir wieder an die Stelle 2, also jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ja, sagen wir da i ist gleich 2. Jetzt sagen wir wieder, suche wieder hier den jetzt kleinsten Wert. Minus 9 ist ja raus. Sucht jetzt also den nächsten kleinsten Wert. Das wäre jetzt die 2. Gibt die Position zurück. Das wäre 3. Das wäre das hier. Die speichert er jetzt wieder in p ab. Jetzt sagen wir wieder, okay, jetzt soll die 2 übernommen werden, unseren neuen Vektor. Also sagt er jetzt hier, gehe an den Ausgangsvektor an der Stelle p, gib mir den Wert, das wäre jetzt hier die 2, und die schreiben wir jetzt quasi hier an der Stelle 2 von unserem Result-Vektor rein. Also hier ist die Stelle 2, und jetzt kommt hier die 2 rein. So, müssen wir dafür sorgen, dass die 2 dann aus unserem Ausgangsvektor verschwindet, deswegen überschreiben wir jetzt die 2 mit NaN. Ja, an der Stelle 3. Gehen auf die Stelle 3 und tun wir jetzt exemplarisch durchstreichen. Ja, und so geht das dann immer weiter. Ja, ich tue mir jetzt hier das nur noch mal durchspielen. Vielleicht, ich schreibe es nicht mal hin, aber tue es mal ganz kurz durch den dritten für i gleich 3. Ja, ich schreibe jetzt mal hier so eine 3 hier unten hin. Ja, hier eine 3. Jetzt sind wir quasi, jetzt macht er wieder V min. Ja, was gibt er jetzt raus? Die 2 und die 9 sind raus. Die nächste kleinste Zahl wäre jetzt die 3. Würde quasi jetzt hier eine 1 ermitteln. Die speichern wieder in P ab, die 1. Dann sagen, müssen wir jetzt den Wert an der Stelle 1 uns aus dem Vektor rausholen. Das wäre in dem Fall hier die 3. Die kommt jetzt hier in unseren Result-Vektor rein. Ja, an der Stelle 3. Ja, also hier. Und müssen wir dafür sorgen, dass die 3 überschrieben wird. Also hier geht zu unserem Ausgangsvektor an der Stelle 3 und löscht die 3 einfach raus, indem du die mit NaN überschreibst. Und so weiter. Das macht er quasi so lange, bis er am Ende des Vektors angekommen ist. Das wäre jetzt hier eine Reihenfolge. Oder man sieht hier wieder eine schöne Wiederholung, ja, das ist eine klassische Wiederholung, eine Zählschleife. Wir durchlaufen quasi den Vektor einmal durch und holen uns immer den minimalsten Wert aus dem Ausgangsvektor raus, schreiben den in unseren neuen Vektor rein und löschen den im Ausgangsvektor den Wert dann weg, ja, damit er nicht mehr neu gefunden wird. Und das Ganze erreichen wir im Prinzip, indem wir hier vmin aufrufen. Eventuell die vmax brauchen wir vielleicht auch gar nicht, wenn wir es mit NaN einfach überschreiben. So, jetzt gehen wir ins Visio und tun das Ganze mal in Flussdiagramm entwickeln. So, hier haben wir jetzt das Ganze mal unseren ja, speziellen Algorithmus jetzt hier mal ins Visio rübergeholt von unserem Whiteboard und möchten jetzt hier daraus ein Flussdiagramm bauen aus unserem ja, Beispiel und wieder anfangen mit der Eingabe.
und Ausgabe. Also was ist gegeben? Gegeben ist ein Vektor und der, den man sortieren kann. Der Größe nach braucht man natürlich Zahlen, muss der enthalten. Und wir wollen am Ende wieder einen Vektor haben, der auch wieder Zahlen enthält, von derselben Größe. Nur halt, dass sie in dem Fall jetzt dann sortiert sind, in aufsteigender Reihenfolge. Ja, dann müssen wir hier unseren Vektor durchlaufen. Ja, also von Anfang bis Ende brauchen also jetzt hier einen Zählindex, also i gleich 1. Das haben wir hier. Und jetzt durchlaufen wir quasi unseren Vektor vom 1 bis zur Länge des Vektors, haben wir es quasi jetzt hier verallgemeinert. Also längs Vektor, nicht bis 6, ist ja nur speziell für diesen Vektor getrimmt, aber wird es aber allgemeiner. Also solange i kleiner gleich der Länge des Vektors ist, was soll er dann machen? Jetzt hat man jetzt hier die Anweisung, die sich wiederholt. Das ist ja dieser Block, diese Anweisung. Zunächst muss man jetzt ermitteln, die Position des aktuellen kleinsten Wert in unserem Ausgangsvektor. Das macht unser Unterprogramm vmin. So ruft man hier so ein Unterprogramm auf. Das ist hier dieses Symbol. Das Unterprogramm heißt vmin. Wir übergeben dem Unterprogramm unseren Vektor v. Das Unterprogramm ermittelt genau zwei Werte. Einmal den maximalen Wert, den minimalen Wert in unserem Vektor und dessen Position. Dessen Position steht hier an zweiter Stelle. Deswegen sagen wir Index 2. Und wir speichern jetzt die Position des aktuellen minimalsten Wertes in unserem Ausgangsvektor v in die variable Position hinein. Ja, das haben wir jetzt hier gemacht. Und jetzt müssen wir quasi hier diesen Wert in unseren neuen Vektor hinein, einen neuen Vektor erzeugen. Das ist hier den haben wir Result genannt. An der Stelle i, ja, in dem Fall i gleich 1. Dann wird hier quasi der Wert jetzt geholt. Über die Position hole ich mir jetzt den Wert aus meinem v heraus, aus meinem Vektor v. Und speichere jetzt diesen Wert in den neuen Vektor rein. Wir sind immer noch bei i gleich 1, weil es ja an die erste Stelle sind quasi jetzt hier. Und müssen ja noch dafür sorgen, dass wenn wir beim nächsten Durchlauf wieder vmin aufrufen, dass er nie wieder dasselbe Minimum findet. Deswegen müssen wir jetzt noch den Wert irgendwie überschreiben, also ungültig machen, damit er, wie gesagt, nur einmal gefunden wird. Also das machen wir jetzt hier entweder über NaN, ja, wenn das funktioniert, müssen wir mal schauen. Oder halt über Max, dass wir einfach mit dem maximalen Wert überschreiben. Wir könnten auch noch probieren, einfach einen Text einzugeben. Max ist eigentlich eine schlechte Variante. Die sollte man eigentlich nicht verwenden. Warum? Weil er müsste ja dann wieder den Vektor durchlaufen, um den maximalsten Wert zu finden. Und wenn die Vektoren sehr lang sind, wäre das ein sehr, sehr langsamer Algorithmus. Ja, und ein Algorithmus sollte schon so sein, dass der auch mit großen Datenmengen zurande kommt. Er wird damit zwar zurande kommen, unser Algorithmus, aber wäre sehr, sehr langsam. Ja, deswegen sollte man unnötiges Mehrfachdurchlaufen einfach vermeiden, weil man muss im Hinterkopf behalten, was passiert, wenn die Datenmengen sehr groß sind. Deswegen, wenn ich es mit Max überschreiben würde, dann würde ich hier nicht jedes Mal Max immer wieder bei jedem Durchgang erneut aufrufen, sondern würde Max hier oben irgendwo in eine Variable ablegen und dann immer diese Variable zu überschreiben nehmen. Warum übernehme ich überhaupt Max? Ja, ich kann sonst mit nichts anderes überschreiben. Ja, entweder damit er halt die Funktion vmin nicht diesen Wert findet, kann ich jetzt nicht irgendwas da reinschmeißen. Auch 0 wäre ungünstig. Ja, also entweder irgendein Wert, der jetzt keine Rolle spielt, wie NaN oder Text. Oder halt, ich nehme einfach den größten Wert in meinen Vektor. Und das muss ich halt mindestens einmal ermitteln. Ja, also wie gesagt, soll das mit Max gemacht werden, dann würde ich allerdings Max hier vorne, ich werde es vielleicht nochmal hier einbauen, hier oben schnell, das geht ja vielleicht relativ flott, hoffe ich mal. Wir machen einfach hier ein Duplikat, Steuerung D und schreiben hier rein Max. Halt, da brauchen wir das Ding müssen wir duplizieren. Ist ja ein Unterprogramm, was wir aufrufen, Max. Also wir nennen einfach eine Variable fest, die nennen wir Max. Das ist unser maximalster Wert im Vektor. Und rufen hier die Funktion max auf, übergeben v und die ermittelt quasi den maximalen Wert und der wird dann hier in die Variable max abgelegt. Macht jedes Mal diesen Zirkus hier, ist grauenvoll, ja. Also das finde ich irgendwie unmöglich. Also wenn man das irgendwie abschalten kann, das muss man den Film anhalten, das Ganze wieder sortieren. So, jetzt haben wir das. Also hier, wir bauen das ja oben ein, wir tun quasi, wenn wir schon mit max arbeiten müssen,
Dann tun wir den Vektor noch einmal durchlaufen, den maximalen Wert ermitteln, den hier in eine Variable abspeichern und dann hier eventuell, wenn NRN nicht funktioniert, hier das mit dem maximalen Wert überschreiben und damit findet beim nächsten Durchlauf diese Funktion und das Unterprogramm vermin jetzt nicht mehr dieselben, immer wieder denselben Wert. Ja, dann muss das Ganze hier um ein Inkrement erhöhen, gehen jetzt wieder zum nächsten, ja, das wäre jetzt hier und dann wiederholt sich das Ganze allgemein. Das machen wir so lange, bis am Ende des Vektors, des Ausgangsvektors angekommen sind. Ja, der Endvektor ist ja genauso groß wie der Ausgangsvektor, also hier Result und dann geht man hier Result aus. Ja, das wäre das Ganze hier mal in ein Flussdiagramm übersetzt, ja, diese Vorgehensweise hier. Das heißt, jetzt können wir im nächsten Schritt entweder das gleiche in Mathcad implementieren. Ja, auch hier wieder mein Hinweis. Man könnte auch jetzt das schon direkt in Mathcad eingeben, wenn man meinetwegen jetzt schon ein bisschen erfahrener ist. Ja, Sie können dann später, wenn Sie schon, ja, je nachdem, wie dann Ihr Wissensstand ist, dann kann man durchaus diese Zwischenschritte, die ich jetzt hier so einbaue, aus rein didaktischen Gründen dann mehr nach und nach wegfallen lassen. Ja. Okay, machen wir daraus jetzt ein Struktogramm. So, jetzt tun wir das Ganze, wie gesagt, jetzt hier ins Struktogramm übersetzen. Dazu überlege ich mir zunächst wieder die eigene Ausgabe, die kann ich gleich übernehmen. Also wir haben gegeben einen Vektor, der Zahlen enthält. Und wir geben auch wieder einen Vektor aus, der auch wieder dieselben Zahlen enthält, nur in sortierter Reihenfolge. Jetzt, das können wir wieder zusammenfassen. Ich tue in der Zählschleife, wir erkennen wieder hier, ich gehe hier auf, das war Tra, dann hier Stift und sage, okay, das, das und das aus unserer, das ist ja eine Iterationsschleife und diese Teile muss man einbauen, um das wie eine Zählschleife zu verwenden. Und das können wir natürlich in der Zählschleife zusammenfassen. Allerdings haben wir hier noch eine Anweisung stehen. Falls wir das dann mit das Max verwenden müssen, muss man das Unterprogramm hier aufrufen und zunächst einmal den maximalsten Wert in meinen Vektor ermitteln. Das machen wir jetzt hier. Also, mein Stift ist noch aktiv. Schnell rückgängig machen. Mein Stift war noch aktiv. So, jetzt kann ich hier. Also hier diese Anweisung erstmal ausführen. Wenn wir sie brauchen, werden wir dann sehen. Wenn NRN funktioniert, können wir uns das sparen. Und jetzt kommt unsere, jetzt haben wir das hier erledigt, jetzt kommt unsere Zählschleife. Wie gesagt, das können wir hier zusammenfassen. Also machen wir gleich eine Zählschleife raus. For, also hier for i ist gleich 1. Ja, to length haben wir das erledigt und gegebenenfalls noch Step 1. Wie gesagt, kann man weglassen. Wenn Sie das weglassen, dann ist es immer 1. Ja, man kann es auch dazu schreiben. Auch nicht verkehrt. Jetzt kommen hier diese Anweisungen in unseren Zeilen, diese Anweisungen in unserem Schleifenrumpf. Also zunächst müssen wir jetzt hier unser Unterprogramm aufrufen, vmin und quasi den minimalsten Wert in unseren Ausgangsvektor v ermitteln und dessen Position in einer Variable post speichern. Das machen wir jetzt hier. Jetzt wissen wir quasi die Position des aktuell minimalsten Wertes in unserem Ausgangsvektor v. Und jetzt können wir die Position nehmen und diesen Wert uns aus dem Vektor rausholen und in unseren neuen Vektor reinschreiben. Ja, an der i-ten Stelle. Momentan ist i gleich 1. Ja, also kommt an die erste Stelle jetzt der kleinste Wert in unserem Vektor. Jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass dieser Wert aus unserem Ausgangsvektor verschwindet, aus dem Vektor v, damit unser vmin diesen wieder erneut findet. Ja, im nächsten Durchlauf. Deswegen gehen wir jetzt hier nochmal rein und überschreiben jetzt in unserem Ausgangsvektor den Wert an der Stelle POS, ja, den wir hier oben gespeichert haben, entweder mit NaN, ja, oder ein Text, ja, oder zur Not auch mit dem maximalsten Wert in unserem Vektor, um sicherzustellen, dass beim nächsten Schleifendurchlauf vmin nicht immer wieder denselben Wert findet. Ja. Und das wäre jetzt das Ganze hier im Struktogramm und wir geben dann zum Schluss, wenn wir am Ende angekommen sind, von unserem Ausgangsvektor, haben wir den neuen Vektor erzeugt und haben jetzt hier und können diesen Vektor ausgeben. Und jetzt gehen wir uns ins Mathcad und implementieren das Ganze. Schauen wir uns die Implementierung also im Mathcad an. Struktogramm habe ich schon mal eingefügt, also Zwischenablage. Und jetzt können wir das hier eins zu eins umsetzen. Ich fange zunächst an jetzt hier wieder mit meiner Funktion. Ich gebe den Namen ein der Funktion. Die Funktion soll sort
1 für die erste Variante der Implementierung, also Sort 1, dann in Klammern den Parameter, das haben wir hier, es hat quasi einen Parameter, der heißt v, dann Doppelpunkt ist gleich, jetzt definieren wir quasi den Inhalt der Funktion, das sind mehrere Anweisungen, also gehen wir hier auf Programmierung. Und die erste Anweisung ist hier ein Unterprogramm, was wir aufrufen. Wir legen eine Variable max an. Der weisen wir einen Wert zu. Der Wert kommt aus diesem Unterprogramm, was jetzt auch max heißt. Das Unterprogramm finden Sie übrigens, wenn Sie hier auf Matrizen und Tabellen gehen. Dann finden Sie hier die Funktionen dazu. Und hier gibt es auch die Funktion max. Ja, als, ja, die ermittelt im Prinzip den größten Wert innerhalb einer Matrize oder Vektor. Ja, also rufen wir das auf. Können wir einfach draufklicken. Max. Und übergeben hier einfach unseren Vektor v. Und also das Programm sucht quasi jetzt im Vektor v nach dem größten Wert und speichert diesen Wert hier in der Variable max ab. Jetzt geht es ja weiter und machen wir quasi unsere Vorschleife. Implementieren, gehen also Programmierung. Aus, das war jetzt vergessen auf Enter zu gehen, also nochmal auf Enter vorher. Dann gehen wir hier auf Vor. Und hier müssen wir sagen, bei i gleich 1, also i fangen wir an. Das geht los von 1. Machen wir die spezielle Schreibweise zunächst 1 bis Länge v. Was soll er dann machen? Dann soll er wieder Unterprogramm aufrufen. Und dann den Wert des Unterprogramms in der Variable POS ablegen. Also schreiben wir die Variable Namen hin, POS, gehen hier auf Programmierung, gehen auf Zuweisung, rufen jetzt das Unterprogramm vmin auf, übergeben an das vmin unseren Vektor v und das vmin macht nichts anderes, als jetzt den minimalsten Wert in unserem Vektor v zu suchen und vmin gibt zurück den Wert selber und dessen Position. Und das Ganze in Vektor zusammengepackt. Ja, also müssen wir jetzt hier sagen, welchen Wert wollen wir von den beiden haben, wollen die Position haben. Also müssen wir hier noch sagen, Index 2. So, das haben wir also abgelegt in der Variable POS. Jetzt müssen wir noch einen neuen Vektor erzeugen, den nennen wir Res. Der bekommt wieder einen Index i. Der hat quasi denselben Index wie v. Ja, also v richtet sich ja, der Index i läuft ja über v. Aber die beiden Vektoren sind ja gleich, also können die auch dieselben Vektoren, dieselben Indizes bekommen. Und sagen Res i, gehen wir nach oben und gehen auf Zuweisung. Und das ist im Prinzip, das soll jetzt den von v, vom Vektor v, den Wert an der Stelle pos bekommen. So, und den legen wir unseren neuen Vektor ab. Ja, also wir suchen quasi nach dem aktuellen minimalsten Wert. Und den speichern wir jetzt hier an der i-ten Stelle in unserem Result-Vektor ab. Und jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass jetzt dieser minimalste Wert, der jetzt im Vektor gefunden würde, irgendwie verschwindet, damit er den nicht beim nächsten Schleifendurchlauf wiederfindet. Das machen wir jetzt hier, rufen jetzt wieder, sagen jetzt vpos und müssen jetzt hier auf Zuweisung gehen und weisen jetzt einen Wert zu, den er halt nicht wiederfindet. Dann nehmen wir einfach unser Maximum, das wir vorher ermittelt haben. Also verschreiben quasi den minimalsten Wert mit dem maximalsten Wert. Ja, den minimalsten Wert haben wir jetzt eben hier in unseren neuen Vektor reingespeichert. Den brauchen wir quasi nicht mehr und deswegen können wir den jetzt mit dem maximalsten Wert überschreiben. Wir werden nochmal schauen, ob wir den irgendwie anders überschreiben können, aber machen wir das mit dem maximalsten Wert, weil das funktioniert auf jeden Fall. So, dann gehen wir jetzt hier raus. Jetzt ist unsere Schleife hier fertig und wir gehen jetzt aus der Schleife raus, gehen auf Enter. Und geben dann unser Result, halt verklickt, unser Ergebnisvektor, also unser Result-Vektor, den wir hier quasi definiert haben und der jetzt dieselben Werte wie unser Ausgangsvektor enthält, nur in sortierter Reihenfolge, den geben wir jetzt zurück. Und jetzt tun wir das Ganze hier mal testen und das sehen wir, das funktioniert. Also hier minus 9 der kleinste Wert, dann 2, dann 3, dann 5, dann 6 und 10. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere fragen, ja, wieso funktioniert das? Weil die Funktion vmin, die haben wir ja nirgends definiert. Ja, das ist ein Unterprogramm, was wir aufrufen. Ja, also hier. Aber das gehört ja nicht zum Repertoire von den Madcat-Built-In-Funktionen. Ja, das ist richtig, das ist gut beobachtet. Das liegt einfach daran, dass ich das Unterprogramm schon eingebunden habe. Besser gesagt, das Worksheet
in denen das Unterprogramm befindet, und zwar hier oben in unserer Vorlage gibt es hier versteckt hier ein, wie heißt das, Medkit, jetzt im neuen Medkit, früher ist das Region, hier heißt das jetzt Abschnitt, glaube ich. Und zwar unter Dokument, ja, können Sie hier Abschnitte anlegen. Ja, und da kann man hier so Sachen verstecken, die man halt nicht unbedingt immer zeigen will. Und Sie können quasi andere Worksheets in Ihr Worksheet einschließen. Ja, wenn Sie hier auf Einfügen gehen, nee, Eingabe, Ausgabe, und dann können Sie hier ein anderes Arbeitsblatt einfügen. Macht man hier, ich mache es mal hier in dem Lern, gehen Sie rein und dann können Sie hier auf Einschließen gehen, dann klicken Sie hier drauf und dann können Sie hier irgendein Worksheet auswählen und sagen, okay, ich schließe das hier ein. Sie macht jetzt hier so einen absoluten Pfad. Ja, das sollen Sie möglichst vermeiden, eher mit relativen Pfaden arbeiten. Und das hat er hier gemacht. Ja, er sucht quasi im selben Verzeichnis, wenn Sie sich im selben Verzeichnis befinden oder im selben Stammverzeichnis, ja, dann können Sie relative Pfade hier anlegen und dann findet er quasi das Worksheet und Sie können jetzt sämtliche Daten jetzt in Form von Variablen, aber auch Funktionen dieses Worksheets in Ihrem Worksheet verwenden, als wären sie hier definiert. Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich oftmals halt mit diesen allgemeinen Schreibweisen arbeite, denn sollten Sie vielleicht später sich mal eine Bibliothek anlegen an verschiedenen Unterprogrammen und die stellen Sie meinetwegen in dem Büro zur Verfügung und der eine Kollege arbeitet dann lieber mit Origin 0 und der andere mit Origin 1. Und die arbeiten aber alle in derselben Bibliothek, ja, dann kriegen sie halt dann Probleme, wenn die Programme halt sehr spezifisch sind, ja. Aber umso allgemeiner sie formulieren, ja, umso einfacher sind sie natürlich dann auch zu verwenden, wenn sie die halt dann über diese als Bibliothek in ihr Worksheet einbinden wollen. Ja, sie haben natürlich keine Lust, immer das Rad immer neu zu erfinden. Wenn sie einmal sich so ein Unterprogramm entwickelt haben, ist natürlich zweckmäßig, das dann auch immer wieder dann zu verwenden. Ja, deswegen funktioniert Pharmin, weil wir einfach das Arbeitsblatt hier oben eingebunden haben, in dem das Pharmin definiert ist. Das ist hier das war die Übung 113, ja, in der haben wir das Pharmin behandelt, wie man diese Funktion ermitteln kann. Und deswegen klappt das jetzt auch. Jetzt nochmal hat man diskutiert, ich hatte ja vorgeschlagen oder die Gedanken ins Spiel gebracht, naja, der Nachteil an dem aktuellen Algorithmus ist, dass wir den Vektor sowieso mehrfach durchlaufen müssen. Also das ist natürlich unschön. Aber wir müssen den zunächst am Anfang erstmal durchlaufen, um überhaupt den maximalsten Wert zu ermitteln. Und kann man denn diesen Durchlauf für sich irgendwie schenken? Denn wie gesagt, wenn die Vektoren extrem lang sind, dann ist es natürlich ein Performance-Problem. Ich meine, jetzt ist es auch ein Performance-Problem, das ist generell ein Performance-Problem, wenn man den Algorithmus so entwickelt. Nur wenn die Vektoren klein sind, spielt das keine Rolle. Ja, aber nehmen wir an, wir hätten jetzt hier echt extrem lange Werte und das kann durchaus sein, ja, wenn Sie zum Beispiel hier mit Messdaten arbeiten von der Baustelle, von irgendwelchen Monitoring-Maßnahmen, wenn meinetwegen über lange Zeiträume meinetwegen irgendeine Brücke messtechnisch überwacht wurde und jetzt müssen Sie die Messdaten auswerten, dann können durchaus Tausende von Werten zusammenkommen. Und wenn Sie das dann hier durchlaufen lassen, dann ist das natürlich ein Riesending, wenn Sie diese Ausgangsdaten sinnloserweise mehrfach durchlaufen müssen. Ja, und deswegen soll man dann möglichst schauen, dass man dann halt auch Algorithmen entwickelt, die auch ein bisschen von der Performance her, was leisten können. Und da ist natürlich so eine Sache dann ein Problem. Ja, wenn der meinetwegen, ich sage jetzt mal eine Hausnummer, 2 Minuten braucht, allein um den Vektor zu durchlaufen, weil der meinetwegen Hausnummer 1 Million Daten enthält, oder sogar länger, und das müssen Sie dann halt mehrfach machen, ist das eher unschön, dann dauert es meinetwegen dann dieser Algorithmus, um die Werte zu sortieren. Ich weiß es nicht, vielleicht dann mehrere Stunden oder so unter Umständen. Ja, und das natürlich dann, soll man vermeiden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, kann man das irgendwie raushauen. Ja, probieren wir es mal aus, immer sagen, wir geben hier ein NaN ein. Ja, wir tun das jetzt mal überspringen und machen hier NaN. Und was passiert dann? Ah, dann kriegt man hier ein Problem. Also war das mit dem Max gar nicht so dumm. Ja, man könnte ja auf die Idee kommen, hier einfach mit NaN zu überschreiben. Prinzipiell ist diese Idee richtig, aber Vmin, wie war denn das nochmal? Ich mache nochmal das Vmin auf. Das habe ich hier. Das war die 113. Hier ist Vmin. Und da schauen wir mal rein. Was hat man damals definiert? Wir hatten gesagt, Vmin muss einen Vektor bekommen, der Zahlen enthält. Der Vektor muss Zahlen enthalten. Das Vmin kommt nicht damit klar,
das jetzt in ihrem Vektor irgendwelche Texte oder NaN ist auch keine echte Zahl. Ja, deswegen entsteht dann dieser Unsinn. Das heißt, wir können nicht einfach jetzt hier sagen, wir überschreiben jetzt diesen Wert mit NaN, ja, und reichen das dann weiter runter an und geben dann quasi beim ab dem zweiten Durchlauf einen Vektor runter, der jetzt über V, ja, der jetzt ein NaN enthält, weil dann kann das zu diesen Fehlern führen. Muss nicht, ja, kann aber, ja. Und es liegt einfach daran, dass wir jetzt hier sagen, okay, wenn wir, dass wir einfach eine Position annehmen, ja, nimm die erste Position, ja, und sobald die dann mit NaN überschrieben wird, wird es ein Problem. Jetzt könnte man natürlich das Vmin umbauen, ja, dass das auch damit klarkommt, wenn in ihrem Vektor keine Zahlen drin sind. Ja, also zumindest wenn das im Prinzip auch die Werte abfängt, die meinetwegen jetzt nicht vergleichbar sind, ja, weil es meinetwegen irgendwelche, weil es eben keine Zahlen sind. Ja, das können wir natürlich so machen, ja, wäre eine Variante, das Vmin entsprechend umzubauen, das halt stabiler zu machen, dass es auch damit klarkommt, wenn in ihrem Vektor NaN vorkommt. Genau dasselbe hätte man übrigens auch, wenn wir einfach einen Text eingeben würden. Ja, das ist egal, ob das NaN ist oder nicht. Ja, aber wenn wir jetzt hier einen Text eingeben würden, ja, hätten wir dasselbe Problem. Ja, dann macht er gleich dicht. Ja, weil dann mit NaN kann er wenigstens noch arbeiten, kommt nur Mist raus. Und mit dem Text kommt er gar nicht mehr zu Rande, ne, weil einfach liegt einfach daran, weil er mit dem Text keinen Vergleich durchführen kann. Ja, deswegen kommen wir also nicht umhin, das Ganze mit Max erstmal zu machen. Ja, ich zeige dann nochmal eine andere Variante, wo man jetzt mit dem Vmin, die jetzt ein bisschen anders arbeitet. Ja, die ist halt dann diese Variante hier. Das machen wir dann im nächsten Durchlauf, wo wir dann einfach die Werte nicht überschreiben, was wir hier machen. Ja, wir tun dann quasi den Ausgangsvektor überschreiben, sondern wir schmeißen den Wert einfach raus. Ja, das kann man natürlich auch machen, nur ist das nicht unbedingt schneller, denn weil natürlich auch dieser Algorithmus, der jetzt den Wert rausgeschmissen hat, der hat ja im Prinzip auch ist den Vektor auch durchlaufen. Ja, also das Mehrfachdurchlauf ist immer so eine Sache. Ja, deswegen sage ich mal so, für das, was wir jetzt hier programmieren, ist das okay, ja, für unseren Kleinkram, für diese kleine Übung. Aber wie gesagt, würden wir jetzt einen schönen sauberen Sortieralgorithmus schreiben wollen, dann müssen wir es anders machen. Ja, also der ist im Prinzip von der Performance her nicht allzu schön. Ja, dennoch haben wir hier gelernt, wie man mit dieser Unterprogrammtechnik arbeiten kann und dass natürlich auch unsere Unterprogramme gewisse Grenzen haben und dass wir natürlich aufpassen müssen, dass wir die Datenvorgaben hier einhalten. Ja, beziehungsweise könnte man natürlich sagen, okay, man baut das Unterprogramm noch ein bisschen aus, ja, dass es theoretisch auch mit Daten vorkommt, die meinetwegen irgendwelche Fehler enthalten, ja, oder die halt nicht optimal sind. Ja, das können wir natürlich auch machen, ja, dass man sowas abfängt. Ja, im nächsten Schritt schauen wir uns dann an, wie wir hier oben die zweite Variante implementieren. Nun, jetzt im zweiten Teil dieses Tutorials wollen wir uns diese Variante mal anschauen. Hier sollen wir auch wieder die Funktion vmin verwenden, allerdings hier jetzt mit der Funktion remove arbeiten. Remove, ich erinnere nochmal daran, was hat die gemacht? Mit der konnte man quasi, da konnte man einen Vektor übergeben und die Position und die hat dann den Wert an der Position, die man übergeben hat, entsprechend entfernt. Man hat quasi einen Vektor zurückbekommen, der um einen Wert kürzer ist. Man konnte quasi mit der Funktion remove Werte aus einem Vektor entfernen. Und wie gesagt, die Funktion Vmin, die kennen wir eigentlich schon. Ich wiederhole es nochmal. Die Funktion Vmin haben wir auch selber entwickelt im Vorfeld dieses Tutorials. Die hat nichts weiter gemacht, als einfach nur den minimalsten Wert in einem Vektor gesucht und sowohl den Wert als auch dessen Position dann zurückgegeben. Ja, wir machen das wieder ganz ausführlich. Das heißt, ich habe es da vorbereitet hier im Whiteboard. Hier unsere Lösung und die werden wir jetzt hier mit diesen beiden Funktionen mal herleiten. Ich nehme mal wieder den Stift. Schau kurz hier die Größe der Mine. Hier unten, das passt. Und wir tun es ganz kurz noch notieren, mit welchen Funktionen wir arbeiten sollen. Vmin, dass wir das hier nicht aus den Augen verlieren. Und Vrem oder so ähnlich hieß das Ding. Ich glaube nur Rem, oder? Ja, genau, nur Rem. So, nehmen wir das ja noch weg. Und okay.
So, wie gehen wir die ganze Sache wieder an? Naja, wir müssen, um den Vektor zu sortieren, müssen wir in dem Prinzip erstmal durchlaufen. Ja, also müssen jetzt den Vektor Schritt für Schritt durchgehen und die Werte quasi wieder neu sortieren. Im Übrigen noch ein kurzer Hinweis, bevor ich jetzt weitermache. Wir könnten natürlich den Algorithmus nehmen, den wir im ersten Durchlauf entwickelt haben und einfach jetzt hier die Funktion Fremde einbauen, wäre auch eine Variante, ja, um diese Aufgabe zu erfüllen. Ich möchte aber mal so tun, als hätte man diesen Algorithmus nicht entwickelt und möchte jetzt einen komplett neuen Algorithmus entwickeln. Fange also wieder von vorne an, ja, nur mit anderen Ausgangsparametern. Ja, oder besser gesagt, mit anderen Randbedingungen. Ich möchte hier quasi jetzt hier mit Vmin arbeiten, genau wie dem anderen, allerdings jetzt die Funktion Rem einarbeiten. Okay. Ja, wir müssen den Vektor wieder durchlaufen und da brauchen wir wieder irgendeinen Index, also eine Laufvariable, die haben wir i genannt, das können wir übernehmen. Und die läuft vom ersten Wert. Wir machen das Ganze wieder erstmal am konkreten Beispiel. Das sind ja 6 Werte, also bis zum letzten Wert. Also von 1 zu 6. So, wird das entsprechend hochgesetzt, also wird das entsprechend durchlaufen. Und jetzt tun wir uns wieder überlegen, was wird jetzt passieren, wenn jetzt i gleich 1 ist? Ja, gehen wir das hier mal wieder durch. Wieder machen wir vielleicht so 2, 3 Iterationsschritte. Na, schauen wir mal, kommen wir hin. Also für i gleich 1 hier Doppelpunkt. Was müsste dann für alle Anweisungen folgen? Naja, für i gleich 1 könnte man jetzt sagen, wir suchen jetzt auch den aktuellen minimalsten Wert in Vektor und den schreiben wir in die Variable p rein. Also wir definieren eine Variable p. Und rufen jetzt die Funktion vmin auf. Vmin. Und übergeben ihr unseren Vektor weg. Jetzt hätte ich mit kürzeren Variablennamen gearbeitet, hätte nicht so viel schreiben müssen. Weil mit der Maus das zu schreiben ist gar nicht so einfach. Fällt mir jetzt gerade so ein. Aber okay, jetzt haben wir es mal so gemacht. Lass uns mal so stehen. Und die Funktion vmin gibt ja wieder 2 Werte zurück, also einmal den maximalen Wert, den minimalsten Wert und dann dessen Position. Für uns ist die Position wichtiger als der Wert selber, deswegen sagen wir hier, gib uns den zweiten Wert, also Index 2, weil die Funktion gibt es ja als einen Vektor zurück. Und da schreiben wir mal mit blau drüber, was gibt die dann aus? Tun wir das mal mit blau notieren. Das wäre jetzt in unserem Fall, wenn wir bei i gleich 1 sind, wir übergeben jetzt hier diesen kompletten Vektor. Er sucht den minimalsten Wert und dann findet er hier die minus 9 und wir wollen nur die Position haben, also wird er uns zurückgeben, wenn wir bei 1 anfangen zu zählen, 1, 2, 3, also wird er jetzt hier die 4 zurückgeben und wir interessieren uns aber nur für die 4. Also schreiben wir jetzt hier die 4 rein. So, was machen wir mit der 4? Ja, wir erzeugen jetzt wieder einen neuen Vektor, den nenne ich einfach mal hier, ich wollte den Farbe wieder schwarz wechseln, den nenne ich mal jetzt R. Und da müssen wir jetzt einen Index setzen, sagen einfach R Index i. Können wir übernehmen, sind bei i gleich 1, also der erste Wert in unserem neuen Vektor besteht quasi aus dem kleinsten Wert in unserem alten Vektor. Wir sollen dann auch aufsteigend sortieren. Also sagen wir jetzt hier, okay, R Index i, also i ist ja 1, ist gleich unser alter Vektor, den haben wir weggenannt. Und an der Stelle Post über. Also hol also den Wert aus an der Stelle p. Hol also den Wert an der Stelle p aus dem alten Vektor, das ist unser minus 9, und schmeiß das jetzt hier in die vi rein. Jetzt können wir hier nebenher mal unser vi wachsen lassen. Machen wir das vielleicht mal in grün. Also so nebenher einfach laufen lassen. So. Oh, ein fetter Stift hier. Kurz rückgängig. Vergessen hier das zu ändern. So, jetzt haben wir es schmaler. So. 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 So, das ist der Vektor, wie jetzt hier läuft. Und wir haben jetzt hier den Index 1. Und jetzt passiert Folgendes. Er schreibt jetzt hier, das ist die 9. Und die kommt jetzt hier in unseren Vektor rein. Das heißt, hier haben wir jetzt die 9 reingeschrieben. Die minus 9. So. Haben den ersten Wert gesetzt. Und jetzt muss man natürlich aufpassen, dass wir jetzt schauen, dass der alte Wert, ja, die minus 9 hier in unserem Vektor, dass das irgendwie verschwindet. Ja, bei dem alten Algorithmus haben wir das einfach mit dem maximalsten Wert überschrieben. Das wollen wir jetzt nicht machen. Wir wollen den Wert einfach removen, also rausschmeißen aus dem Vektor. Und jetzt, ich mache das hier mal
Ja, schreiben wir jetzt einfach jetzt hier hin. Ich mache mir hier schwarz. Und jetzt tun wir einen neuen Vektor definieren. Den nenne ich einfach mal ja, wieder weg. Wir schreiben jetzt quasi einen alten Vektor weg. Und rufen jetzt die Funktion remove auf, also rem. Übergeben den alten Vektor. Und sagen, schmeiße den Wert an der Stelle 4 raus. Also nicht, Entschuldigung, das ist ja nicht 4, sondern das war p. Jetzt. So. Das heißt, wenn wir das gemacht haben, das tue ich jetzt mal hier drüben darstellen, dann haben wir hier die 9 quasi entfernt. Das ist der Vektor quasi um einen Wert gekürzt. Das wäre jetzt hier, wenn wir 1 durchlaufen haben, wären das die Schritte, die gemacht werden müssen. Jetzt müssen wir hier zum nächsten 1 übergehen. Gehen wir hier mal auf das nächste 1. Also den nächsten Wert, also die 2. Machen wir mal so einen Strich drunter. So, jetzt gehen wir jetzt quasi hier zum zweiten Durchlauf, haben jetzt um 1 erhöht, ja. Und es wiederholt sich das wieder. Was müssen wir jetzt wieder machen? Müssen wir das sagen, okay, P wird jetzt wieder überschrieben. Wir rufen wieder P auf, rufen jetzt, also wir tun quasi wieder die Variable P neu besetzen, rufen die Funktion vmin auf, ja, geben ihr unsere Vektor runter, der jetzt gekürzt ist um einen Wert, und sage, okay, such mal wieder jetzt hier den jetzt minimalsten Wert. Ja, was findet dann die Funktion vmin? Ja, sie, minus 9 ist ja raus, sie wird jetzt hier die 2 finden. Ja, und gibt quasi die Position zurück, und das wäre dann 1, 2, 3. Also nochmal mal blau. Die liefert uns die 3 und die wird jetzt hier in P gespeichert. Jetzt, was müssen wir jetzt machen mit der 3? Naja, wir schmeißen jetzt wieder die, müssen quasi jetzt diese 3 hier in diesen neuen Vektor reinholen. Das machen wir, indem wir jetzt unser RI wieder, unseren Vektor quasi jetzt wieder, unseren Resultvektor. Das Ding heißt hier R. Und an der i-ten Stelle, also an der zweiten Stelle, hat das so ein i sein, und rufen wieder unseren alten Vektor auf. Ach so, müssen wir aufpassen, ja, es ist trotzdem die Stelle 3, ja, das passt. Da müssen wir aufpassen, dass es hier gekürzt hat, ja, das ist dann nicht mehr, das ist dann quasi jetzt hier, ab hier ändert sich an der Index, ja, muss ein bisschen aufpassen, aber das ist noch Futter minus 9, deswegen können wir das, passt die 3. Also weg und weg p, ja, und weg p wäre dann hier die 2, die wird jetzt hier gespeichert, also kommt jetzt hier rein an der Stelle 2. So, das haben wir jetzt gemacht, und jetzt müssen wir wieder das hier machen, dass wir schauen, dass wir diese 2 wieder hier entfernen, damit er die beim nächsten Durchlauf nicht wieder erneut findet. Also rufen wir jetzt hier wieder tun wir unseren alten Vektor überschreiben mit dem neuen Vektor, der genau um die Stelle, den Wert an der Stelle 3 gekürzt ist, also weg. Ist gleich, wir rufen wieder remove auf und übergeben unseren alten Vektor und sage an der Stelle p, haust du bitte den Wert raus, und was macht er dann? Das mache ich mal wieder hier schwarz, er schmeißt jetzt hier die 2 raus. Jetzt quasi, jetzt hat der Vektor quasi nur noch 4 Werte. Ja, unser. So, jetzt tun wir die Sachen überspringen, weil das wiederholt sich jetzt einfach nur, und wir schauen uns jetzt nochmal an, wie ist jetzt hier zum Schluss. Machen wir nur die letzten zwei letzten Durchläufe. Das heißt, das wäre dann, wir haben jetzt 6 Werte. Das tun wir jetzt hier mal, machen wir grün. Das tun wir jetzt einfach hier überspringen. Und, beziehungsweise machen das hier mal ganz schnell noch fertig. Also 3, 4, 5, 6. So. Das machen wir jetzt einfach im Kopf. Das brauchen wir nicht wiederholen. Wir machen nur 5 und 6. Das schauen wir uns hier nochmal an. Dazu gehe ich folgendermaßen vor. Das hier. Kleckert. Tun wir nur die Werte bloß reinschreiben. Mit Blau war das. Also jetzt der nächste an der Stelle 3 wäre dann der Wert 3. Genau, und dann kommt die 5 an der Stelle 4. Das tun wir hier noch durchstreichen. Also die 3 fliegt raus und die 5 fliegt raus. Jetzt haben wir hier quasi die Schritte 3 und 4, tun wir jetzt überspringen. Wir schauen uns jetzt hier den Schritt 5 an. So. Ja, was passiert an der Stelle 5? Also wir rufen wieder P auf. Sie sehen, haben jetzt eine schöne Wiederholung drin. Ja, die Anweisungen wiederholen sich, aber nie, also die sind nicht ganz identisch über die gesamte
über den gesamten Durchlauf. Deswegen, schauen wir uns die letzten zwei Durchläufe noch an. Also, wir sagen uns wieder P ist gleich. Wir rufen wieder V min auf. Und reichen unseren Vektor weiter. Der besteht momentan nur noch aus zwei Werten. Er gibt jetzt was zurück. Er gibt die 6 zurück. Also, das machen wir wieder blau. Also, sagt in dem Fall, wäre das jetzt aufpassen. Das wäre jetzt welcher Index? Das wäre jetzt Index 2. Ja, weil der Vektor nur noch aus diesen zwei Werten besteht. Dann ist das der erste Wert. Das ist der zweite. Also gibt er jetzt hier 2 zurück. Den Index 2. Dann, rufen wir jetzt wieder VI auf. Also den Vektor und holen jetzt uns die 6 quasi da in diesen Vektor rein, muss an diese Stelle, also wieder an der i-ten Stelle, also i ist da 5, passt. Und rufen jetzt unseren alten Vektor auf und sage hier, holen wir hier den Wert an der Stelle p und speichern den jetzt hier ab. Das tragen wir wieder jetzt hier ein, jetzt kommen die 6 hier rein. So. Und dann macht er wieder die ganze Remove-Geschichte. Ja, also muss die 6 wieder raus haben, wenn er die nicht findet. Ein bisschen schieben, ja, kann ich hier schieben? Muss ich kurz gucken, wie kann ich den Stift deaktivieren? Achso, da muss ich das ausmachen und dann kann ich jetzt hier schieben, genau. So, ein bisschen Platz hier machen. Ach, so ungefähr, das kann man so. So, wieder anschalten, die Stifte. Also wieder das weg. Halt, das war der falsche Stift. Schwarz, also weg, ist gleich, remove, also rem, und wir übergeben unseren Vektor, der nur aus zwei Werten besteht, und sagen an der Stelle p, bitte hau den Wert raus. So, jetzt kommen wir zu unserem sechsten Durchlauf, und hier machen wir wieder die Geschichte wieder mit p ist gleich v min. Ich mache jetzt einfach hier, ja okay, schreiben wir es noch hin, ja. Also V min und hier weg wird übergeben. Und was kriegt er dann raus? In dem Fall ist dann der Index 1, ist dann nur noch das, ja. Also kriegt er dann hier 1 raus, machen wir da blau. Und dann müssen wir wieder VI, also unseren Result-Vektor jetzt wieder definieren. Also VI ist gleich, gib mir weg. An der Stelle P. Jetzt wird hier die 10 reingeschrieben. Und jetzt müssen wir aber aufpassen. Ja? Wenn wir jetzt sagen würden, ich schmeiß den letzten Wert raus, dann kriegen wir eine Fehlermeldung, weil wir dann einen leeren Vektor haben. Das geht nicht. Ja? Und darauf wollte ich hinaus. Ja? Hier müssen wir jetzt noch aufpassen, dass wir diese Anweisung hier, also Entschuldigung, nicht diese hier, macht man hier mit der Farbe vielleicht, also erstmal wegradieren. So. Also diese Anweisung hier, die können wir im Prinzip nicht die ganze Zeit ausführen, sondern nur bis maximal zum fünften Durchlauf, also bis zum vorletzten Durchlauf. Ja, also das können wir nur machen, wenn i, also schreiben wir es mal davor, if, komische Stifte gewählt, if i ist kleiner 5. Ja, dann kann man das machen. Und wenn wir hier angekommen sind, ja, also hier beim sechsten Durchlauf, dann ist natürlich die Wiederholung beendet. Ja, also so sehen wir im Prinzip jetzt hier schön wieder unseren Durchlauf. Was wiederholt sich? Wiederholen sich im Prinzip die ersten zwei Anweisungen, die auf jeden Fall. Auch die letzte Anweisung, allerdings muss man die noch in eine Verzweigung packen und sagen, okay, das machst du nur, wenn so lange, also dieses Entfernen des Vektors machst du quasi nur, bis du beim letzten Wert angekommen bist. Und dann können wir sagen, solange i kleiner 5 ist, mache das, ja. Und ansonsten, das machen wir hier dahinter, ja, also so, wenn i kleiner 5 ist, mache dieses Remove. Und ansonsten kannst du die Sache beenden. Also ist ja einfach ein Break, beziehungsweise sagen wir einfach hier ein Ende. Schreiben wir einfach hier End rein. So, ich bin wie gesagt nicht ganz so firm hier mit diesem Whiteboard, deswegen sehen Sie mir das nach, dass es so ein bisschen unschön aussieht. Ich habe auch keinen Stift eingearbeitet, alles hier mit der Maus, das bitte berücksichtigen. Und das war, glaube ich, der komische Stift hier.
Also ansonsten trennt das hier ab. Also wenn das die Bedingung, hier meine Wenn-Funktion, also wenn das Planer 5 ist, mache das. Und ansonsten sag mal einfach Ende. Da ist der ganze Durchlauf beendet, beziehungsweise der Vektor ist fertig, also die ganze Algorithmus ist abgeschlossen. So, das soll hier ein Semikolon sein. Das ist einfach die Wenn-Schreibweise in Excel. Wie gesagt, ich tue ja nur das Ganze jetzt mal völlig frei jetzt für mich hier notieren, um daraus dann später das Plusdiagramm zu entwickeln. Ja, das können Sie auch völlig anders schreiben. Ich habe auch nicht alle Durchläufe gemacht, ja, also nur die ersten zwei und die letzten zwei und die mittleren habe ich einfach ausgelassen. Einfach um mal zu zeigen, ja, wie kommt man überhaupt auf so einen Algorithmus? Ja, das war ein bisschen die Grundidee, die ich hier versuchen will zu vermitteln. Ja, jetzt im nächsten Schritt schauen wir uns an, wie man jetzt diesen groben Workflow, der noch sehr speziell ist, jetzt verallgemeinern können, indem wir das Ganze mal in einem Flussdiagramm überführen. Ja, die ganze Geschichte hier. So, jetzt bin ich im Visio und ich habe mir jetzt hier aus dem Whiteboard meinen speziellen Workflow jetzt hier ins Visio geholt und möchte jetzt hier aus dieser Aufzeichnung jetzt hier einen generellen Workflow ableiten und das Ganze im Plusdiagramm zunächst visualisieren. Auch hier wieder mein Tipp, fangen Sie immer an mit gegeben und gesucht, beziehungsweise Eingabe und Ausgabe. Was haben wir gegeben? Wir brauchen mal einen Vektor. Ja, und das wäre jetzt hier. Jetzt könnte man noch, wenn man das, noch eine kleine Randbemerkung, wenn man die Daten auf Plausibilität überprüfen wollte, müsste man noch definieren, dass der Vektor aus mindestens einem Wert bestehen muss, damit das überhaupt funktioniert. Ja, aber davon gehen wir mal aus, dass dem so ist. Ja, dass wir jetzt hier einen Vektor bekommen und dass der Vektor eine Mindestgröße haben sollte oder aus eigentlich zwei Werte, damit Sortieren überhaupt Sinn macht. Ja, also eigentlich müsste man auch vorher noch eine Plausibilitätsprüfung machen. Prüfen, ist überhaupt ein Vektor übergeben worden? Punkt 1. Und A, besteht der Vektor aus mindestens zwei Werten? Und man könnte noch C, also A, überhaupt ein Vektor, B, besteht der Vektor aus mindestens zwei Werten und C könnte man auch überprüfen, sind das auch Zahlen, ja, die man auch sortieren kann. Ja. Aber das tun wir jetzt mal schenken, wir gehen mal davon aus, dass immer nur gültige Daten übergeben werden. Und also Ausgangswerte ist hier Vektor, den tun wir hier V nennen in unserem Flussdiagramm, Einfachkeit halber. Hier haben wir einen weggenannt, nur dass sie irritiert sind, hier heißt es jetzt V. Und was ist gesucht oder was geben wir am Ende aus? Wir geben wieder einen Vektor aus, auch von der gleichen Größe, nur dass halt hier die Werte dann sortiert sind. So, das haben wir schon mal die Ausgangsdaten und das Ergebnis definiert. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Ja, ich habe es ja mal schon gesehen. A, wenn Sie das Ganze noch mit Plausibilität verknüpfen wollten, dann kann man natürlich die Ausgangsdaten auch noch auf Plausibilität überprüfen im Algorithmus selber und man kann natürlich definieren sowohl die Ausgangsdaten als auch das Ergebnis den Algorithmus, ja, das ist auch extrem wichtig, ja, was das für ein Datentyp ist. Ja, dann hätte man zum Beispiel jetzt hier irgendeine Matrix oder so gegeben, da müssen wir teilweise ganz anders vorgehen. Gut, das haben wir jetzt definiert und jetzt können wir hier uns überlegen, wie können wir das jetzt hier verallgemeinern? Und da sehen wir zum Beispiel hier unsere Durchlaufgeschichte, unser I, da sehen wir, hier haben wir auch wieder eine Schleife. Die Frage, was nehmen wir hier für eine Schleife? Und da könnte man sich überlegen, naja, wenn wir davon ausgehen, dass unser Vektor aus mindestens zwei Werten besteht, dann bedeutet das, dass diese Schleife auf alle Fälle einmal durchlaufen werden muss. Das deutet auf eine fußgesteuerte Schleife hin, also wird mindestens einmal durchlaufen. Ja, und dann könnte man sagen, gut, wir wissen eigentlich, wie oft sie durchlaufen wird und das deutet wiederum auf eine Zählschleife hin. Ja, man könnte das Ganze jetzt auch mit einer kopfgesteuerten Zählschleife programmieren, bloß die haben wir die ganze Zeit gehabt, ja, bei den anderen Beispielen. Ich würde jetzt gern mal hier bloß noch mal auch zeigen, dass man das auch mit einer fußgesteuerten Iterationsschleife machen kann. Wohlgemerkt, dass natürlich das Flussdiagramm eh nur Iterationsschleifen kennt, ja. Aber in unserem Fall könnte man sagen, kopfgesteuert und dann daraus eine Zählschleife machen oder, was wir jetzt hier machen wollen, wir machen das Ganze jetzt hier fußgesteuert und bleiben bei einer Iterationsschleife. Das heißt, ich sage mir, gut, ich tue jetzt hier meinen Zähler definieren, also unser i ist gleich 1, ja, wo es losgeht. Das mache ich jetzt hier. Jetzt haben wir diesen Teil und das kommt noch dazu später. Und jetzt haben wir hier diese Anweisung, ja, wo wir sagen, POS oder P ist gleich Vmin. Ich tue jetzt das P, heißt jetzt hier bei mir POS, ja, sehen Sie das bitte nach. Ja, hier ist es P, aber ich das nicht beschreiben wollte.
Hier habe ich es wieder Post genannt, rufe jetzt hier mein Unterprogramm auf und übergebe mein V. Ja, hier bei mir heißt es V und hole mir quasi die Position meines minimalsten Wert und speichere das jetzt hier in der Variable Post ab. Ja, jetzt kommt die, das haben wir jetzt diese Anweisung allgemein hingeschrieben. Jetzt kommt die nächste, das war unser RI, also unser Result habe ich jetzt hier genannt und schreibe jetzt hier den, hol mir jetzt halt den Wert an der Stelle Post aus meinem alten Vektor raus und speichere den in meinem neuen Vektor an der Stelle i entsprechend ab. Ja, das ist jetzt hier diese Anweisung hier oben. Ja, bei mir heißt das jetzt hier Rest. Hier habe ich jetzt RI genannt, weil ich nicht so viel schreiben wollte. Und das Wort hier ist jetzt hier V. Jetzt haben wir quasi die Anweisung erledigt. Tun wir vielleicht hier schnell, haben wir hier das Drahttool. Können wir das ein bisschen durchstreichen. Also jetzt haben wir, das haben wir mit dem hier erledigt und das hier mit dem. Ja, der Rest wiederholt sich eh. Und jetzt hat man festgestellt, bei der dritten Anweisung, Sie erinnern sich, die können wir nicht jedes Mal durchlaufen, die müssen wir an die Bedingung koppeln. Nämlich je nachdem, wo wir gerade stehen, also wo wir mit unserem i stehen, sind wir jetzt quasi beim vorletzten Wert angelangt. Ja, bei i, bei unserem Fall war das hier 5. Ja, das müssen wir halt überprüfen. Also kommt jetzt hier eine Entscheidungsstruktur, hier unser if. Diese Anweisung, die können wir nicht so ohne weiteres hier wiederholen lassen. Also sagen wir jetzt hier unsere Entscheidung. Solange längs größer ist als 1, also die Länge von, wir tun ja unserem, na, wie heißt hier, unser Ausgangsvektor, den tun wir ja reduzieren, diese Funktion rem tut ja quasi den Vektor immer wieder kürzen, also erinnern sich, ja, immer wieder einen Wert rausschmeißen, das heißt, die Länge ändert sich von unserem Ausgangsvektor, das wäre im Übrigen auch gefährlich, das fällt mir jetzt gerade auf, wenn wir jetzt hier mit einer Zählschleife arbeiten würden, wie ich es vorhin angedeutet habe. Und wir würden die Zählschleife abhängig machen von unserem, von der Länge des Ausgangsvektors, ja, weil die natürlich sich jetzt dynamisch ändert. Die bleibt in dem Fall nicht konstant. Weil wir ja in dieser Schleife den Vektor verändern, quasi Werteerzeugung. Das müsste man eventuell beachten, wenn man jetzt hier mit einer Zählschleife arbeiten wollte, ja. Ob das eventuell zu Problemen führt. Aber wir wollen ja eh keine Zählschleife verwenden, deswegen, wir haben jetzt hier eine Entscheidungsstruktur. Wir prüfen jetzt, wo sind wir mit unserer Länge, solange die halt größer ist als 1. Ja, da sind wir quasi beim vorletzten Wert angelangt. Dann soll er hier den, die jeweiligen Werte rausschmeißen. Jetzt kommt hier, ist das jetzt diese Anweisung, wäre jetzt hier diese, die wir allerdings an der Verzweigung geknüpft haben. Und haben gesagt, wenn das, wenn wir am vorletzten Position angelangt sind, ja, dann haben wir festgestellt, dann sind wir eigentlich schon fertig. Ja, dann können wir hier ans Ende gehen. Das heißt, wenn das wahr ist, schmeißt er das noch raus und wenn er hier fertig ist, dann, so, das hier rausnehmen, dann sind wir, hier sehen Sie das, dann können wir sagen, okay, dann gibt das Result aus. Ja, wenn wir beim vorletzten Wert angekommen sind, wird das entsprechend ausgegeben. So, ganz wichtig ist noch, wir müssen das noch hochzählen. Das können wir jetzt wieder löschen hier. Das zum Schluss. Wir müssen quasi jetzt unser i hochzählen. Und jetzt sehen wir hier, das ist im Prinzip auch eine Schleifenfunktion, ja, oder eine Schleifen, sage ich schon, eine Schleifenfunktion. Das ist auch eine Schleifenfunktionalität, ja, und wir haben unsere Abbruchbedingung einfach hier in die Mitte eingebaut, ja. Auch das ist möglich. Mit so mit Flussdiagramm ist das überhaupt kein Problem. So, jetzt können wir nochmal das Flussdiagramm schnell durchspielen. Für den Fall i gleich 1 und i gleich 6, ja, das sind ja die kritischen, oder der 6 ist der kritische Fall. Also machen wir kurz hier i gleich 1. Also das ist unser Ausgangsvektor. Wir setzen hier i auf 1. Dann rufen wir die Funktion varmin auf. Er ermittelt hier den 4. Minus 0. Das ist quasi der Wert an der vierten Stelle. Das legt er hier ab. Jetzt erzeugt er hier einen neuen Vektor. An der Stelle, wir merken uns i gleich 1, an der Stelle i. Also an der ersten Stelle holt er sich jetzt hier die minus 9 aus dem Ausgangsvektor v raus und legt jetzt den neuen Vektor ab. An der i-ten Stelle passt auch. Jetzt überprüft er, wie ist die Länge von unserem v. Ja, das ist in dem Fall 6, das ist Größe 1, okay. Und dann schmeißt er quasi hier die i-te Stelle, also Quatsch, die Stelle Post aus dem Vektor raus. Und Post war hier minus 9, also 4. Also schmeißt jetzt hier die minus 9 raus aus dem Vektor und zählt jetzt das i hoch, geht das jetzt zum nächsten Wert, ist immer bei i gleich 2 und dann geht das Ganze wieder
weiter. Jetzt gehen wir mal zur I gleich 6. Ja. Wie ist es dann? Ja. Dann sind quasi hier bei I gleich 6 sind quasi, Moment. Ja, dann besteht der Vektor nur noch aus einem Wert. Ja. Hier ruft er jetzt auf, hier holen wir jetzt den minimalsten Wert, das ist das ist dann 1. Übrigens, wir könnten auch die Bedingung anders machen, solange Post ungleich 1 ist, ja, wäre auch möglich. Wir müssen gerade mit der Länge arbeiten, auch das könnte man machen. Dann ist Post gleich 1, holt es dir den Wert raus und jetzt ist dies nicht mehr größer als 1, das heißt, er ist fertig, ja, und gibt es den fertigen Vektor zurück. Ja, und das Ding hat funktioniert, das entspricht ungefähr dem, oder nicht ungefähr, das ist das, was wir uns hier so grob überlegt haben, nur verallgemeinert. Das heißt, jetzt können wir im nächsten Schritt hier das in ein Struktogramm übersetzen. Ja, Struktogramm. Auch hier wieder fehle ich wieder mit Eingabe und Ausgabe, das zuerst zu übersetzen. Das machen wir hier mal. Das sieht dann so aus. Also wir übergeben einen Vektor V als Vektor mit den Daten im Typ Float. Und wir bekommen raus auch wieder einen Vektor, den nennen wir Res. Ja, jetzt tun wir hier, die ist diese Anweisung. Hier quasi ins Struktogramm übernehmen, i ist gleich 1, machen wir auch. Wir bleiben in dem Fall, wie gesagt, bei einer Iterationsschleife. Dann kommt hier dieses Unterprogramm, was wir aufrufen. Das erkennt man immer hier an diesen Strichen. Das ist ein Unterprogramm, Vmin. Wir rufen jetzt hier das Unterprogramm auf. Das ist auch eine 1-zu-1-Übersetzung dieser Anweisung hier. Tun wir auch ein Struktogramm nehmen. Das ist kein Unterprogramm mehr, sondern eine normale Anweisung. Da wird keine Funktion aufgerufen. Jetzt kommt hier diese Verzweigung. Ja, also jetzt, ja, das ist hier eine, ja, könnte man jetzt je nachdem, wie man sieht, das ist eine einseitige oder zweiseitige Verzweigung. Sieht jetzt so aus. Also wir prüfen einfach, ob längs Größe von V größer 1 ist. Wenn ja, dann soll er den Werte rausschmeißen. Und wenn nicht, ups, da habe ich hier noch einen Fehler drin, sehe ich gerade, dass wenn längs größer 1 ist, hier muss ich 0 rein. Und hier die 1. So, also wenn das wahr ist, ja, dann soll er das rausschmeißen und den weitermachen in unserer Schleife. Und wenn nicht, dann macht er hier einen Break. Ja, also das ist mal ein schönes Beispiel für so eine Break-Anweisung. Dann bricht er die ganze Schleife ab. Und wenn wir so wollen, ist das eine fußgesteuerte Schleife, ja, weil das die Abbruchbedingung steht quasi mehr oder weniger am Ende. Und dann geht das Ganze hier aus. Ja, also ich wollte mal ganz bewusst auch noch mal eine andere Schleifen vor mir zeigen. Man hätte es natürlich auch mit einer Kopfgesteuerten und mit einer Zählschleife machen können. Ja, aber ich möchte, wie gesagt, mal, es gibt hier möglich viele Varianten, das Ganze zu implementieren. Und ich habe mich bewusst nochmal für eine Variante entschieden, die wir bisher weniger behandelt haben. Ja, wenn wir das haben, das Flusstier, das Struktogramm, dann können wir das natürlich jetzt ins Mathcad übernehmen und dort implementieren. So. Jetzt sind wir hier in Mathcad. Hier ist unser Struktogramm. Und ich kopiere mal gleich hier oben den Einstieg in die Funktion. Sort 1 war das hier oben. Machen wir in Sort 2 rauf. Zweite Variante. Wir übergeben wieder V. Doppelpunkt ist gleich. Haben wieder mehrere Anweisungen. Also gehen wir auf Programmierung. Und setzen hier I gleich 1. Das können wir uns von hier oben, ne, das ist hier oben eine Vorschleife gewesen. Das müssen wir jetzt ja Dann müssen wir jetzt hier reinschreiben, also i wird ab 1 gesetzt. Das wäre jetzt hier diese Anweisung. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier, deswegen habe ich mal bewusst das Beispiel nochmal gewählt. Jetzt haben wir, habe ich ja schon angedeutet, das ist eine Art fußgesteuerte Schleife. Ja, es stimmt nicht ganz, aber man könnte es so, ja, erstmal betrachten. Und Sie erinnern sich vielleicht, es gibt in Mathcad eigentlich nur kopfgesteuerte Schleifen. Aber wir können natürlich eine stinknormale Weilschleife nehmen, ja, und die einfach hier auf Dauertrue setzen. Dauertrue ist wie gesagt, 1 ist in Mathcad als wahr und 0 ist als falsch definiert. Hier steht jetzt unsere Wiederhol- oder Abbruchbedingung. Und dann tun wir einfach hier setzen, die ist immer true. Jetzt haben wir theoretisch eine Endlosschleife. Ja, das beachten. Das Ding wird quasi immer laufen. Und jetzt können wir hier die Anweisung, hier, die jetzt in der Schleife drin stehen, quasi durchlaufen. Ah, ich sehe gerade, das Struktogramm haut nicht ganz hin, ja. Da müssen wir nochmal eine Korrektur machen, weil das ist nämlich außerhalb der Schleife. Das muss hier vorne stehen. Das ist unschön. Das werden wir nochmal korrigieren. Ich tue mal ganz kurz den Film anhalten und das
das kleinen Fauxpas ja aufheben. Ich bin nochmal an Wieso, ja, man sieht's ja auch, das habe ich falsch übersetzt. Sie sehen, dieser Pfeil zurück geht nur bis Post, das heißt, das wird wiederholt, allerdings das steht außerhalb, ja, und das muss ich hier auch im Kryptogramm entsprechend darstellen. Das heißt, das muss ich einfach nur hier vorziehen. Und dann ist das wieder hier der Schleifenteil, der Schleifenrumpf, ja, und das ist, wie gesagt, das fängt hier vorne an, das wird dann quasi außerhalb stehen. Das können wir nochmal hier nehmen und ins Matcat holen und im Matcat jetzt das richtige Struktogramm einfügen. Und jetzt passt das wieder. Also I ist draußen, dann haben wir jetzt hier unser Beil. Jetzt kommen hier diese Anweisungen, da können wir es von oben kopieren teilweise. Also das hier, um ein bisschen Zeit zu sparen. Dann das Result, das können wir auch übernehmen. Bei unserem alten Beispiel oder unserem ersten Beispiel. Jetzt kommt hier diese Verzweigung, also hier unser if. Vamos hier if. Oh, der war schon zu weit. Vergessen, Enter vorher zu machen. Also Enter, also neue Zeile einfügen. Und dann hier das if. Und dann die Bedingung. Ja, dann können wir wieder mit last arbeiten, in unserem Fall, oder von mir aus auch mit length, je nachdem. Also wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, würde ich immer last nehmen. Ich nehme mal hier last. Und V, das muss immer größer als 1 sein. Wenn dem so ist, jetzt kommen, rufen wir unsere Remove-Geschichte auf. Also V ist gleich, definieren das, rufen die Funktion rem auf, übergeben unser V und unser POS. Also schmeißt den Wert an der Stelle POS raus und gibt mir den neuen um einen Wert gekürzten Vektor zurück und speichert den jetzt zukünftig als V ab. Das bedeutet diese Anweisung und hier wird das I dann entsprechend noch hochgezählt. Das kopieren wir uns von hier oben und schreiben hier ein I plus 1 hin. Wenn das nicht der Fall ist, ja, dann ist eigentlich unsere Sache beendet. Also können wir dann sagen else. Ja, hier else. Und dann rufen wir break auf. Gehen wir hier auf break. Und schreiben jetzt hier unten hin, was soll er ausgeben? Unser Result-Vektor. Schalte ich hier nochmal um. Und das Ding ist immer noch ausgegraut. Wieso das? Ja, was war hier passiert? Ich habe ja hier am Anfang eine Endlosschleife programmiert, die ich dann hier allerdings abgebrochen habe. Das ist ein bisschen gefährlicher, wenn man in solchen Relationsschleifen arbeitet. Und da ich das hier unten schon aufgerufen hatte, das hatte ich schon vorbereitet, dass er mir hier dieses Sort 2 testet, hat er, während ich ja noch programmiert habe, das hier unten ausgeführt und ist in die Endlosschleife reingeraten und die lief jetzt die ganze Zeit im Hintergrund. Ja, und hatte quasi den Code, den ich noch hinzugefügt habe, der dann zum Abbrechen führt, den hat er einfach ignoriert. Ja, da müssen Sie ein bisschen aufpassen, ja, wenn Sie mit solchen Iterationsschleifen arbeiten, dass Sie hier nicht schon anfangen, was ich jetzt hier gemacht habe, die entsprechend auszuwerten und dass Sie dann quasi in eine Endlosschleife reingeraten. Sollte Ihnen das mal passieren, auch nicht so schlimm, dann können Sie hier unter Berechnung hier alle Berechnungen anhalten. Ja, und das habe ich jetzt auch gemacht, das ist einfach gestoppt, ja, und dann das nochmal gelöscht. Und dann hat er diese Endlosschleife beendet und dann hat das wieder funktioniert. Ja, wir können das Ganze noch ein bisschen kürzen, sehe ich gerade, noch ein bisschen eine schönere Schreibweise hier wählen und machen vielleicht noch die allgemeine Schreibweise, die ich immer so gern habe, wegen Origin zum Abschluss. Übrigens, hier nochmal der Test, ja, das funktioniert, minus 9, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Also und dieser Algorithmus funktioniert genauso schön wie der hier oben. Ja. Jetzt können wir noch überlegen, welcher jetzt hier schneller ist. Aber das sei jetzt mal hingestellt. Und vielleicht noch eine etwas kürzere Schreibweise, wie man das noch etwas schöner machen kann. Ich mache hier einfach nochmal hier die allgemeine Form wegen der Origin-Geschichte. Also wir tun das Ganze hier mit Origin. Definieren, das muss unabhängig machen hier von unserem Origin, dass es auch bei 0 funktioniert. Dann haben wir hier, das sollte dann Origin plus 2 sein, hier unten, plus 1, das wäre dann Origin plus 1, und das wäre dann, wenn der Origin 0 ist, wäre das dann der erste Wert, und wenn Origin 1 ist, wäre das der zweite Wert. Dann haben wir hier res, i, das passt wieder,
Dann Post passt auch wieder. Dann Last V passt auch, weil Last ist ja unabhängig von Origin. Hätte man längst genommen, wäre es nicht unabhängig. Müssen wir aufpassen. Wir können im Übrigen auch einfach sagen, solange Post ungleich 1 ist, das können wir auch nehmen. Ist vielleicht ein bisschen eleganter. Sag mal einfach Post ungleich 1. Können wir auch die Bedingung nehmen. Dann haben wir wieder Rem, das können wir wieder lassen. Und hier müssen wir dann sagen, wieder i bis 1 passt auch. Und hier können wir das Ganze noch abkürzen, einfach sagen, return. Ja, weil das, wenn man mit Break beenden wir nur die Schleife. Aber wenn die Schleife beendet ist, sieht man hier, ist auch der Algorithmus beendet. Deswegen können wir anstelle von Break hier auch mit Return arbeiten. Und sagen hier Return Result. Und da haben wir das Ganze hier um eine Anweisung gekürzt. Nennen das hier mal Version 3. Und kopieren uns das hier nochmal. Und prüfen, ob das auch die Version 3 funktioniert. Oh, da haben wir noch einen Fehler drin. Minus 9, 2, 3. Dann geht da raus mit dem POS ungleich 1. Nee, das war Unsinn, was ich gesagt habe. Ja, das POS kann ja auch an der ersten Stelle liegen. Das ist ja, also das ist Käse, ja. Entschuldigung, vergessen Sie das. Das muss schon Last V sein. Ja, das, ich hatte nur jetzt gedacht, zum Schluss. Am Schluss ist schon Post gleich 1. Aber Post kann ja auch zwischendurch an der ersten Stelle liegen. Ja, das habe ich jetzt übersehen. Das Last V sollte größer 1 sein. So. Und dann passt das auch wieder. Ja, das wäre also mal das Ganze etwas optimiert. Mit noch ein paar, haben wir eine Zeile gespart und haben das jetzt auch, ach so, unabhängig von Origin gemacht. Dann tun wir das Ganze nochmal testen, wenn wir hier den Origin umschalten. Also hier ist unsere allgemeine Form. Das war die Sortierers-Variante 3. Jetzt gehe ich mal auf Origin gleich 0. Ja, und da sehen wir, dass die Varianten Sort 1 und Sort 2, die wir halt speziell auf Origin gleich 1 ausgerichtet haben, jetzt nicht mehr funktionieren. Sie erzeugen allerdings einen Fehler. Es wird hier rot, das ist gut. Das schlimmer wäre, sie würden jetzt noch arbeiten, auch falsche Werte produzieren, also logische Fehler. Das ist eher gefährlich, dass die Dinge einfach abbrechen. Das ist erstmal positiv, dass man dann der Sache nachgehen kann. Aber Sie sehen hier unsere allgemeine Form Sort 3. Die funktioniert hier genauso gut. Die kommt klar mit Origin gleich 1 und Origin gleich 0. Wichtig ist ja allerdings, und das hätte ich beinahe vergessen, noch darauf hinzuweisen, wir verwenden hier Unterprogramme. Ja, man sieht das hier, Vmin und die Funktion Rem. Ja, also hier nochmal sieht man die Symbol für die Unterprogramme hier und hier. Und wenn wir jetzt hier die allgemeine Form verwenden mit Origin gleich 0 oder 1, ja, dann muss das natürlich auch für die Unterprogramme gelten. Ja, wir müssen die Unterprogramme natürlich auch so programmieren, dass die auch mit dieser allgemeinen Form klarkommen. Ja, das muss man bitte beachten. Und ich habe jetzt nochmal hier die Unterprogramme hier reinkopiert, um das nochmal zu demonstrieren. Also Sie können die Unterprogramme direkt in Ihr Arbeitssheet einfach reinkopieren oder Sie können auf ein externes Worksheet verweisen. Das geht natürlich auch, wie ich eh schon gezeigt habe. Und hier sehen Sie mal die Unterprogramme, wie ich sie jetzt hier reingeholt habe. Und die sind halt auch so programmiert, dass sie sowohl mit Origin gleich 0 als auch 1 klarkommen. Also auch allgemein formuliert. Hier nochmal eine kleine Ergänzung. Ich musste die Funktion Vmin im Vergleich zu unserer ersten Variante, beziehungsweise auch zu unserer damaligen Lösung, die wir in der Aufgabe, das war die 113, gemacht haben, etwas abändern, dass nämlich Vmin auch klarkommt mit einem Vektor, der nur aus einem Wert besteht. Ja, also wir haben jetzt hier den Fall bei diesem Algorithmus, weil der Vektor ja immer runtergekürzt wird, dass am Ende hier ein Vektor übergeben wird, der nur aus einem Wert besteht. Ja, hier wird Vmin aufgerufen und die Funktion Rem kürzt den Vektor immer um einen Wert. Ja, und irgendwann übergebe ich dann kurz vor Schluss hier nochmal an die Funktion Vmin einen Vektor, der nur aus einem Wert besteht. Und damit die damit klarkommt, musste ich hier noch eine Verzweigung einbauen, den ich prüfe. Das heißt, die Schleife wird nur dann ausgeführt, wenn der Vektor mehr als einen Wert besteht. Ansonsten ist natürlich die erste Position auch gleich die, wo der minimale Wert drin steht. Das bitte beachten, ja, wenn Sie jetzt auf Ihre Lösung zurückgreifen.
die Lösung, die wir damals gemacht haben, die ist immer davon ausgegangen, dass der Vektor aus mindestens zwei Werten bestehen muss. Okay, so viel dazu. Hier nochmal zwei Beispiele oder zwei Herangehensweisen, wie man so einen Sortieralgorithmus programmieren kann. Ich habe beide Varianten hier vorgestellt. Es gibt zum Sortieren zig Varianten. Die Varianten, die ich hier gemacht habe, die sind natürlich jetzt keine Varianten, die besonders performant sind, sprich besonders schnell sind. Dennoch konnte ich hier nochmal zeigen, auch die Unterprogrammtechnik. Es schließt sich hier mit dieser Übung ein wenig der Kreis zwischen EDV1 und EDV2. Also wir haben jetzt in dieser Übung sowohl Unterprogramme verwendet, ja, sei es jetzt zum Beispiel die Built-in-Funktion Max, die jetzt von Madcat mitgekommen ist, und wir haben hier auch eigene Unterprogramme verwendet. Das heißt, unser Programm, am besten sieht man es hier im Struktogramm, besteht nicht nur aus Kontrollstrukturen, sondern ähnlich wie im EDV1 kombinieren wir auch noch hier oder bauen wir hier noch Unterprogramme ein. Ja, die wir allerdings selber geschrieben haben. Ja, und das ist natürlich jetzt etwas Neues. Ja, das hat man früher nicht gehabt in EDV1. Im EDV1 haben wir quasi nur Unterprogramme miteinander kombiniert und hier in EDV2 haben wir halt gelernt, wie man sich selber Unterprogramme erzeugen kann, mithilfe zum Beispiel von Kontrollstrukturen. Und diese Unterprogramme kann ich dann wiederum kombinieren mit anderen Unterprogrammen und kann dadurch sehr umfangreiche Datenoperationen durchführen. Ja, so viel zu diesem Tutorial.